Hallo, hier ist wieder Dr. Psi. Unser heutiges Thema ist die Behandlung der Leistung im Wechselstromkreis. Wir beginnen mit einer knappen Wiederholung der Leistung im Gleichstromkreis und betrachten dann die Leistung im Wechselstromkreis unter Einbeziehung verschiedener elektronischer Bauelemente wie ohmschen Widerstand, Kapazität oder Induktivität. Dann werden in diesem Zusammenhang Begriffe wie Blindleistung und Wirkleistung erklärt. Zum Schluss fassen wir, wie üblich, das Gelernte ein wenig zusammen. Nun, auch im Wechselstromkreis ergibt sich eine Leistung, die wollen wir mal hier jetzt auch so analog notieren. Und beachten hier, dass natürlich die Leistung im Wechselstromkreis, wir sehen ja hier Spannung und Stromstärke, ist da, die ist irgendwie zeitabhängig. Die Zeitabhängigkeit spiegelt sich darin wider, dass wir einmal eine Spannung haben, die von der Zeit abhängt. Das ist U von t gleich U0 mal Sinus Omega t. Und die entsprechend daraus resultierende Stromstärke ist I von t gleich I0 mal Sinus Omega t. Und wenn wir auch hier den Zusammenhang zwischen Stromstärke, Spannung und Leistung beachten, dann setzen wir einfach mal in die Leistung P von T, ist jetzt natürlich zeitabhängig, diese Terme ein. So ergibt sich U0 mal I0 mal Sinus Omega T mal Sinus Omega. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com